Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Reaction meinerseits. Mein Name ist Feuerdor und wir reagieren heute auf KC Rebel, Daddy is back. Ich habe es auf TikTok schon gesehen, so kleine Ausschnitte davon, von seinem Werbeding in dem Sinne. Und muss sagen, okay, ich freue mich drauf, weil ich mag ihn richtig. Das Ganze ist produziert bei Genaro und Ganja Beats. Wir gucken mal, wie immer, er hat schön alles angegeben, das ist ja typisch bei ihm, gefällt mir richtig gut. Wir kennen ihn ja, wir lieben ihn ja und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht und was uns erwartet dabei. Ja, also würde ich sagen, let's go, it's a me Mario, wir nehmen noch ein Schlückchen Wasser und dann würde ich sagen, geht's auch schon los mit der Reaction. Gutes Wasser. Gutes Wasser. So. Und dann würde ich sagen, macht's euch gemütlich, setzt euch hin, holt euch ein bisschen Chips oder was zu trinken. Egal, wo ihr es guckt. Und dann, let's go, it's a me, Mario. Wir sollten das Ganze ja auch noch ein bisschen laut machen. So. Schon mal eine geile Szenerie. Mit einem schönen Kaffee, mit einem schönen Chai und vom Telefon. Okay. War kurz weg, wie ist schon ein Jahr her. Fühlt sich an, als ob ich gerade noch im Kreissaal wäre. Ui, war ja ein Jahr weg. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Oh, die schöne G-Klasse. Hält mir richtig gut. Er war ein Jahr weg. Ist das Kind gekommen? Warte mal. Müssen wir mal analysieren. Warte mal. Er machte zweimal, dreimal, schon ein Jahr her. Fühlt sich an, als ob ich gerade noch im Kreissaal wäre. So, das soll wahrscheinlich eine Anspielung sein, dass sein Kind auf der Welt ist. Machte zweimal, dreimal, hi, wann's wer? Oder drei Kinder, besser gesagt. Guck mir noch auf Mann, weil ich bin ein Mann mehr. Sie fragen Rebel, sag, wann legst du wieder Hand an? Denn die anderen hören sich nach Schwanz an. Hohoho, schön, wie er da schon wieder loslegt. Auch der Part, unglaublich. Fragen Rebel, sag, wann legst du wieder Hand an? Denn die anderen hören sich nach Schwanz an. Ist kein Problem, euer Daddy ist back. Höchste Zeit für ein Reality-Check. Eieiei. Wo soll ich? Warte mal. Kriegen wir da eine bessere Szene hin? Ist kein Problem, euer Daddy ist back. Höchste Zeit für ein... Ja, guck mal, ein BMW, zwei BMW, Porsche, BMW, 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 Mercedes. Also 1, 2, 3, 4, 5, so was ich gerade auf den Blick sehe, BMWs, ein Porsche und eine G-Klasse. Ja, wenn es jetzt alle seine wären, oha. Schön, gefällt mir, es sind schöne Autos. Reality-Check, wo soll ich anfahren? Was ich interessant finde, und der Fakt ist gerade so irgendwie Reality-Check und hinten dran ist ein Real zu sehen. Ist kein Problem, euer Daddy ist back. Finde ich irgendwie funny. Back, höchste Zeit für ein Reality-Check. Wo soll ich anfangen? Schwänzer, Bettler, eifern jeden Trend nach. Euer Vorschuss ist mein Jahresvorrat, Pampers, Cash oder Engpass. Respekt an die Leute, die so Motoren fahren. Eifern jeden Trend nach. Respekt an die Leute, die so Motorrad fahren können. Das ist schon heavy. Ich kann das nicht. Euer Vorschuss ist mein Jahresvorrat, Pampers, Cash oder Engpass, Sekt oder Zeltas. Ihr macht auf Selfmade mit dem, was ich euch geschenkt hab. Ich musste auch immer überlegen, was Zeltas bedeutet. Ich habe das Wort so oft gehört. Ich wusste nie, was dieses Wort Zeltas bedeutet. Jetzt weiß ich es mittlerweile. Es bedeutet Wasser. Zeltas ist Wasser. Okay. Weck dich auf, nach der Flut kommt die Ebbe. Hab Karrieren aufgebaut und genug schon beendet. Mir klebt Blut an den Händen. Mach mir nicht auf Al Capone. Labert was von 11 Millimeter, aber Wanda hoch. Ihr kleinen Talahons mit Charme, Haaren, Lippen. Was willst du? Schön. Schön, der ist nicht schlecht. Ihr kleinen Talaruns mit Charmbartlippen. Charmhaarnlippen, Alter. Schön, gefällt mir. Das ist so auf den aktuellen Trend hingewiesen. Ich verstehe diesen Trend auch nicht. Was wisst ihr von einem echten Krieg mit Schafe unterm Kissen? Tausende Gesichter, aber gar kein Gewissen. Man hat Hand gereicht, sie am Arm abgebissen. Erst wollen sie mein Fluss, danach haben mein Blut. Plane meinen Tod, aber sterben beim Versuch.
Mega, mega, also wow. Ich finde textlich das mega und auch der Beat. So richtig euphorisierendes. Gefällt mir richtig gut. Bist du mir ein Feind und wollen einmal Blut? Ich zeig ihm, wie es läuft, wie der Back to the Roots. Hat so ein bisschen Oldschool-Style drin, von dem Beats her, gefällt mir aber richtig. Sehen sich zweimal und sind auf einmal Blutsbrother und wollen dann im Studio zum achten Mal Jewel covern. Gestern gespawnt, heute fühlen sie sich zu Baba. Schön und gut, aber Rebel ist der Urvater. Schön. Okay. Er hat schon recht. Er ist halt schon einer der alten Generation Rap und ist immer noch einer, für mich einer, der gehört für mich einer zu den Besten. Neben Saat und Co. Also, das ist halt so richtig oldschool noch. Du Sheriffsis, was für RS ist? Eure Mademoiselle sind höchstens nur ein Kellerfick. Wir laufen nicht denselben Weg. Ich reite keine Welle mit. Bis hierhin ist noch gut gegangen. Am Ende ist es Nemesis. Komm vom Busch, besteh nicht aus Zuckerwürfel. Hab die Haare heute gegelt, deine Mutter würde. Hohoho, ich hab die Haare gegelt, deine Mutter würde. Uiuiuiui, das ist so, ja, damit zerstört er so ein bisschen gerade alles. Bin kein Kelp. Weil wenn man so die heutigen Rap-Sachen anguckt, ist es eher wieder so sehr human geworden und er haut einfach den kompletten Schuh direkt wieder raus. Ganzen allglatten NPCs, die sind abgefuckt, Herbischi. Er sagt es ja auch gerade. Also, es ist ja tatsächlich so. Also, die deutsche Hip-Hop-Szene, Rap-Szene, die hat ja ein bisschen wieder eine Down-Phase gekriegt. Sprich, es ist nicht mehr so underground wie früher. Und er haut eigentlich somit was raus, was wieder eher so in die Richtung geht. Manche Dinge. In dieses typische Rap-Klischee wieder, was mir eigentlich auch gut gefällt. Deswegen habe ich eigentlich angefangen, Rap zu hören. Alter, nicht wie guter Wein. Alles hat ein Ende, nur die Sujuk 2. Och, schöne Anspielung. Schöne Anspielung. Ab heute sind die Hattricks nur noch lupenrein. Was ich mit euch vorhab, ist nicht jugendfrei. Erst wollen sie mein Fluss, danach haben mein Blut. Plane meinen Tod, aber sterben beim Versuch. Fuck your bitch in the click you claim. Bist du mir ans Bein und wollen einmal Blut. Ich zeig ihm, wie es läuft, wie der Back to the Roots. Wow, gefällt mir das. Das gefällt mir richtig gut. Dieser Style wieder, was hier gerade so ein bisschen auflebt, richtig geil. Da freue ich mich doch auf die neuen Sachen, die von ihm kommen wird. Das wird wahrscheinlich auch sein neues Album sein dann. Ja. Sehr schön. Also, ich muss echt sagen, nice. Gefällt mir auch vom Beat her. Von der ganzen Videoaufmachung sowieso. Schön, endlich wieder mal so was, wo ich sage, da freue ich mich richtig drüber. Das kann lustig werden, das kann echt lustig werden. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne mit dem Daumen nach oben da. Wenn ihr ein anderes Video habt, wo wir gerne drauf reacten sollen, schreibt es in die Kommentare, dann werden wir das uns mal reinziehen. Und da freue ich mich richtig. Freue ich mich richtig. So, nichtsdestotrotz, ich bedanke mich und wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Feuerdor. Ciao, ciao, mit V, Kakao.